Hallo Ladies, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen frischer Frühlingslook für euch und den hatte ich bei meinem Geburtstagsvlog. Und da haben ja so viele angefragt gehabt, ob ich diesen Look nicht nachschminken kann, beziehungsweise ein Video dazu drehen könnte. Und dann habe ich mir das überlegt und habe mir gedacht, naja, das Wetter ist sowieso schon so trist, dann bringen wir doch mal so ein bisschen Farbe in die Augen. Und ja, ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich muss dazu noch sagen, dass es noch hübscher aussieht, wenn man dazu korallfarbene Nägel trägt. Ich habe das jetzt an der Stelle nicht, deswegen bitte nicht schimpfen. Ich werde sie mir sofort umlackieren und in einen wunderschönen orange-korall-peachigen Ton lackieren, damit es schön, harmonisch aussieht und natürlich passt. Ich komme jetzt einfach ein bisschen näher und zoome euch mal meine Augen. Also ihr seht, es ist sehr frühlingshaft, frisch. Es hat einen türkisen grünlichen Stich und orange und ich finde, ich weiß nicht, es passt zum Frühling und keine Ahnung, das weckt so Frühlingsgefühle in einen und ich finde, das solltet ihr unbedingt einfach mal nachschminken und ihr werdet es fühlen. Man fühlt sich einfach irgendwie lebendiger, weil man einfach wieder so ein bisschen mehr Farbe im Gesicht trägt. Und wenn ihr dazu noch so hübsche Ohrringe oder so ein türkisgrün mit so einem grünlichen Stich oder so habt und die dazu anzieht, dann, ihr seht, also es passt wunderbar und wirkt natürlich noch viel frischer und harmonischer im Gesicht. Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne, mal so einen Ring oder eine Kette oder so Ohrringe passend zu dem Make-up zu tragen oder halt die Nägel, die natürlich jetzt gar nicht so passen in Pink. Aber wie gesagt, ich werde sie auf jeden Fall gleich, also sofort, so schnell wie es geht, umlackieren. Und dann wird es sehr, sehr schick aussehen. Dazu trage ich einen von Catrice einen peachigen Ton. Werdet ihr auch gleich erfahren, welche Nummer das genau ist. Und auch der passt, wie ihr seht, wunderbar zu diesem Look. Also ich rede mal wieder so viel. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich freue mich immer über eure Kommentare, deswegen bitte, bitte schreibt mir, ob das was für euch wäre und ob ihr sagt, das sieht sehr, sehr toll aus, Mayra, oder ob ihr sagt, nee, ich bin jetzt nicht so der Typ, der so Farbe trägt, sondern stehe eher auf das Natürliche. Also ich muss ja sagen, ich stehe natürlich auch auf das Natürliche, ne? Aber Leute, guckt euch mal das Wetter draußen an. Es ist so trist und dann fühlt man sich auch irgendwie trist. Und ich weiß nicht, testet es einfach mal. Also ich habe mich jetzt so geschminkt und ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie bisschen besser jetzt, weil da so ein bisschen Farbe im Gesicht ist. Keine Ahnung, ich blabber mal wieder. Also, hier geht's los mit meinem Tutorial. Und gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ich freue mich immer über eure Kommentare. Also, schön fleißig schreiben. Ich schreibe auch immer sehr gerne zurück. Und dann verabschiede ich mich hier an der Stelle und sende euch ein Küsschen. Und bis zu meinem nächsten Mal. Ever life is a hill.
tonight.